Sehr geehrte Studierende, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur Rezeptions- und Wirkungsvorlesung des Wintersemesters 2021. Ich freue mich schon, dass ich die Vorlesung mit Ihnen durchführen werde können. Es ist das zweite Mal. Ich habe sie bereits letztes Jahr gehalten. Und ja, ich bin schon sehr gespannt darauf, wie es jetzt in diesem zweiten Durchgang sein wird. Auch dieses Mal. Sie merken es leider noch nicht live vor Ort und in Person, sondern noch digital. Aber ich kann Ihnen sagen, das hat beim letzten Mal echt gut funktioniert. Zumindest war das die Rückmeldung im Feedback. Und von daher bin ich wirklich sehr zuversichtlich, dass es vor allen Dingen in dem Format der Vorlesung auch digital sehr gut klappt. Aber zu den Details gleich mehr. Heute geht es darum, dass Sie einfach eine gute Vorstellung davon haben, was Sie in dem kommenden Semester erwartet. Ich werde ein paar Informationen zu mir geben, weil ich auch noch recht neu an der Uni bin, sodass Sie mich auch ein paar Hintergrundinfos über mich haben. Dann ebenso, wie wir eben didaktisch die Veranstaltung durchführen werden und welche Inhalte wir verfolgen. Die Literatur für Sie natürlich wichtig und schon vorab natürlich ein paar Infos zur Prüfung. Vielleicht das Spannendste. Ja, wer bin ich eigentlich? Was müssen Sie über mich wissen? Mein Name ist Tobias Dienlin. Ich bin eigentlich Psychologe. Ich habe noch auf Diplom studiert an der Universität, an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz. Ich bin auch Deutscher, wie Sie unschwer hören können, und bin eigentlich Psychologe. Habe dann aber meine Dissertation im Bereich Medienpsychologie geschrieben bei Professor Sabine Trepte. Und die Medienpsychologie ist so ein Grenzgänger zwischen der Psychologie und der Kommunikationswissenschaft. Und tatsächlich bin ich mittlerweile, ich bin ja auch an einem Publizistik- und Kommunikationswissenschaftlichen Institut und auch ganz allgemein einfach in der KW beheimatet, und das ist meine Heimatdisziplin. Ich selbst forsche zu ja, fünf Themen, vier Themen, Social Media ganz allgemein, also finde ich einfach spannend, wie Menschen soziale Medien nutzen. Dann aber vor allen Dingen mit zwei Schwerpunkten. Zum einen interessiert mich, inwiefern Menschen ihre Privatsphäre auf Social Media und auch ganz allgemein im Kontakt mit Medien und miteinander aushandeln. Ich interessiere mich für das Privacy Paradox, welches besagt, es ergibt doch alles gar keinen Sinn, dass wir so viele Daten teilen, obwohl wir doch eigentlich besorgt sind. Und das finde ich spannend. Ebenso beschäftige ich mich mit dem Bereich Wellbeing, also Wohlbefinden. Tut uns unsere Mediennutzung gut oder tut sie das nicht? Man würde ja meinen, das nicht, aber tatsächlich ist es so, dass die Forschungsergebnisse das gar nicht so klar zeigen. Und als letzter übergeordneter Bereich interessiere ich mich für Open Science. Das ist so eine Meta-Fragestellung. Da untersuchen wir uns als WissenschaftlerInnen selbst, wie wir eigentlich Forschung machen. Und da ist vor allen Dingen, naja, die zunehmende Erkenntnis, dass wir das transparenter machen müssen, damit es besser nachvollziehbar wird. Dazu aber auch an der einen oder anderen Stelle in einem kleinen Exkurs mehr. Ja, falls Sie sonst noch mehr wissen wollen, können Sie gerne auch auf meine Website gehen. Da habe ich auch einen kleinen Blog, wo ich ab und zu mal ein paar Dinge teile. Und ebenso bin ich ziemlich aktiv auf Twitter. Das ist mein soziales Medium. Da teile ich Forschungsergebnisse oder diskutiere mit KollegInnen, und aber auch, ja, spreche über Wissenschaft. Also da findet mittlerweile sehr viel statt. Also auch WissenschaftlerInnen sind auf sozialen Medien, vor allen Dingen Twitter. Und ja, Sie können da ja auch gerne mal reinschauen, falls Sie das interessiert. Ich bin seit September vergangenen Jahres am Institut, also jetzt über ein Jahr. Ich habe hier, oder ich fühle mich sehr geehrt, dass ich hier eine Assistenzprofessur innehaben darf zum Thema interaktive Kommunikation, und freue mich auch, Sie natürlich auch im Laufe Ihres Studiums an der einen oder anderen Stelle, vielleicht einem Fauxprax
oder einer Bachelorarbeit oder Masterarbeit dann wiederzusehen. Wie führen wir nun diese Veranstaltung durch? Es ist ja immer noch unter etwas ungewohnten Vorzeichen, unter der diese Veranstaltung steht. Es ist so, dass wir erst immer ein Video Ihnen zur Verfügung stelle und danach gibt es die Möglichkeit zur Interaktion. Die Vorlesung wird also als Video konzipiert. Das hat durchaus auch einige Vorteile. Die Inhalte werden vorab dem regulären Termin hochgeladen. Dann können Sie sich das auf Moodle anschauen. Das kann sein, dass es ein paar Tage vorher geschieht, aber spätestens zu Beginn der Vorlesung ist auf jeden Fall das Video online und dann können Sie sich das anschauen. Die Dauer ist maximal 60 Minuten. Einfach, dass es, sonst wird es zu lang für ein digitales Format. Aber eine Stunde ist eigentlich ganz gut, um trotzdem die Inhalte komprimiert unterzubringen. Es gibt ja auch keine Unterbrechungen oder Rückfragen, weswegen man auch in einer Stunde Video sehr viel Inhalt unterbringen kann. Und anschließend haben Sie dann aber die Möglichkeit, über Moodle zu interagieren. Wir haben da ein Forum eingerichtet. Da können Sie Rückfragen stellen, da können Sie diskutieren, auch ganz frei. Nicht mehr unbedingt nur, was bedeutet das, sondern auch, wie Sie dazu stehen, ob Sie gewisse Ansichten nicht teilen oder kritisch sehen oder andere Forschungsergebnisse kennen. Also Einladung dazu. Ebenso werden wir immer ein kleines Quiz zur Verfügung stellen. Da können Sie anschließend dann überprüfen, ob einfach schon ein paar Dinge hängen geblieben sind. Und auch dieses Quiz, es ist unbenotet, es dient rein der vor allem der intrinsischen Motivation, also einfach, dass Sie sich selbst überprüfen können. Und ich mag das nicht immer nur Dinge zu machen, weil man dafür von jemand anderem belohnt wird über Punkte und so weiter, sondern ich hoffe, dass ich die Veranstaltung so interessant mache, dass Sie einfach selbst diese Möglichkeit wahrnehmen können. Sie können das, Sie müssen das aber auch nicht. Man sagt sich aber, dass vielleicht eine oder andere Frage dieses Quizzes vielleicht sogar in der Prüfung vorkommt. Also vielleicht kann es doch sogar einen Vorteil haben, das zu machen. Es wird zwei digitale Live-Sitzungen geben, die dann regulär zum Vorlesungstermin stattfinden. Das dient der Interaktion. Das war beim letzten Mal Feedback von StudentInnen. Das fand ich super. Das haben wir dann gemacht. Und dann können wir einfach auch ganz ungezwungen, so gut es geht, über Dinge einfach uns austauschen. Machen Sie sich Notizen. Also Sie können die ganze Zeit immer schon auf Moodle Rückfragen stellen, wenn Sie was nicht verstanden haben. Aber es wird eben auch diese interaktive zwei Sitzungen geben, bei der ich dann die Kamera anhabe und dann können Sie Rückfragen stellen. Sie können das für inhaltliche Dinge tun, aber auch für organisatorische. Aber ich finde es vor allem auch schön, mal über Inhalte zu sprechen. Das findet am 23. November statt und am 18.01. Das wird dann die letzte Sitzung sein, die vor der Klausur stattfindet. Das heißt, da hätten Sie auch nochmal die Möglichkeit für Rückfragen dazu. Was sind didaktische Prinzipien? Woran orientiere ich mich? Im ganz Allgemeinen lege ich einen großen Wert darauf, dass es nicht um reines Faktenwissen geht. Es geht primär um eine Verständnisorientierung. Kennen Sie die dahinterliegenden Phänomene, die Denkweisen, die Erklärmuster? Können Sie das in eigenen Worten ausdrücken? Es geht nicht darum, dass Sie das zu einem gewissen Termin auswendig reproduzieren können, nein, sondern dass Sie einfach etwas verstanden haben und darüber sprechen können. Und das ist natürlich schwerer als reines Faktenwissen, das ist leicht, das ist einfach nur Vokabeln lernen. Verständnis kann man nur basierend auf Vokabelwissen haben, wenn man dann damit spielen kann. Das bedeutet also eine selbstständige Auseinandersetzung mit den Inhalten. Das bedeutet, dass Sie sich selbst hinterfragen, was bedeutet das? Das bedeutet, dass Sie ins Gespräch kommen mit anderen und darüber eben dem ganzen Leben geben und nicht einfach nur etwas in Ihrem Gehirn irgendwo ablegen und dann irgendwann wahrscheinlich vergessen. Das versuche ich auch selbst zu leben, indem ich meine Vorlesungen ganz bewusst einfach sehr frei halte.
auch auf den Folien Sie primär nur Bullet Points, also Stichpunkte sehen und ich dann auch darüber erzähle, sodass es auch hoffentlich etwas leichter ist zu folgen und nicht einfach einen komprimierten Text hier Ihnen vorlese, so wie das vielleicht früher sogar klassischerweise in einer Vorlesung war. Nein, sondern ich versuche es auch dabei etwas lockerer zu halten. Es wird sogenannte Key Learnings geben, also wichtige Inhalte, bei denen ich denke, die müssen sitzen, die sind Grundlage, die sind so wichtig, die brauchen Sie auch für Ihr späteres Studium. Die werden vorausgesetzt und die werden dann immer markiert auf den jeweiligen Folien mit einem sogenannten Key Learning und also diesem Marker, dieser Markierung. Dann wissen Sie, okay, das sollte ich wirklich verstanden haben und auch für die Klausur gut wissen. Um zu diesem vertieften Verständnis zu kommen, reicht es nicht aus, eine Sache nur einmal zu hören und einmal zu wissen, einmal zu reproduzieren. Wir müssen das mehrfach tun, wir müssen darauf aufbauen, damit es irgendwann einfach in das Unterbewusste kommt und man sich nicht mehr darüber Gedanken machen muss, wie heißt nun mal die Theorie. Natürlich ist Agenda Setting, Sie wissen einfach, was Agenda Setting ist. Und Agenda Setting, dieses Vokabel, die sie anfangs ist, die wird nur dann unterbewusst, wenn man es einfach häufig macht. Entsprechend werde ich auch hier viele Dinge wiederholen. Also, und das ist dann auch Teil des Prinzips und nicht redundant, sondern bewusst, so dass wir zentrale Dinge auch neu aufgreifen. Ebenso arbeite ich viel mit Visualisierung, das werden Sie merken, einfach zur Auflockerung und auch ja, zur Anregung. Sämtliche Bilder sind lizenzfrei und damit auch legal zu verwenden von pexels.com. Können Sie vielleicht selbst auch mal schauen für eigene Vorträge, das bietet sich durchaus an, kann ich nur empfehlen. Da gibt es sehr, sehr viele Inhalte. Das nächste Prinzip ist das der kritischen Auseinandersetzung, eine selbstständige Auseinandersetzung mit den Punkten, die wir behandeln. Und das betrifft nicht nur die Inhalte als solche, sondern auch, wie die Inhalte gewonnen werden. Denn es ist so, dass ForscherInnen auch Fehler machen. Das sollte uns vollkommen bewusst sein. Ein paar Dinge, die ich vorstelle, sind nicht, oder nur weil ich sie vorstelle, sind nicht die Wahrheit oder sind nicht automatisch 100% richtig. Es sind in jedem Fall sehr relevante und bedenkenswerte Ansätze, also das mindestens. Aber in manchen Kontexten werden die sicherlich nicht zutreffen oder aber in sich gesehen vielleicht auch Unstimmigkeiten enthalten. Sprich, man darf diese Perspektive einnehmen, das, was sie lernen, auch immer auch kritisch zu hinterfragen. Gleichwohl ist es wichtig, hier die richtige Balance zu wahren. Es braucht die richtige Balance von Vertrauen und Hinterfragen. Und wir wollen nicht zu Querdenkern mutieren, die meinen, selbstständig Grundlagenwissenschaften ignorieren zu können oder besser zu verstehen. Und das ist tatsächlich genau der Punkt, dass wir eben an dieser Stelle eine Bereitschaft mitbringen, auch einen Vorsprung anzuerkennen, den ein Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin hat, aber gleichzeitig auch natürlich durchaus nachzufragen, durchaus nachzubohren, nachzurechnen. Das ist ein Grundprinzip der Wissenschaft und Sie sitzen hier auch als WissenschaftlerInnen. Und diese selbstständige Auseinandersetzung ist da sehr wichtig, aber in der richtigen Balance. Denn am Ende braucht es so etwas wie eine Ambiguitätstoleranz. Das ist ein sehr psychologischer Terminus. Aber der bedeutet, ambig ist etwas, was so ein bisschen doppeldeutig ist oder nicht ganz eindeutig ist. Und das aushalten zu können und nicht die Wahrheit immer reduzieren zu wollen auf simple Banalitäten oder eindimensionale Perspektiven, das ist herausfordernd. Und das ist etwas, was wir durchaus auch in der Pandemie erlebt haben, einigen sehr schwer fällt. Denn es ist so, dass es selten nur diese eine Ursache für ein Geschehen gibt, sondern das allermeiste ist multifaktoriell bestimmt. Es gibt viele Dinge, die eine Rolle spielen und die man gegeneinander abwägen muss. Und das im Blick zu bewahren, ist fast schon ein Life-Skill. Es gibt nicht die eine Sache, die Sie glücklich macht. Das ist multifaktoriell begründet und ebenso, wie Sie zu einer politischen Einstellung kommen. Das ist nicht alleine einfach nur die eine unterschwellige Botschaft, die auf einmal ihre Weltansicht bedingt.
Und das führt insgesamt zu einem probabilistischen Zugang. Also wir müssen zunehmend in Wahrscheinlichkeiten denken. Das ist etwas, was uns Menschen sehr, sehr schwer fällt, aber etwas, was wir als WissenschaftlerInnen tun müssen. Also wir denken, naja, wie ich weiß vielleicht noch nicht 100%, ob es stimmt, aber das ist aktuell unser Best Bet. Unsere mit der größten Wahrscheinlichkeit, ob die hoch ist oder nicht, wissen wir vielleicht noch nicht mehr. Vielleicht ist die bei 80% im Sinne von, das ist schon sehr plausibel, aber naja, vielleicht stimmt es auch nicht. Aber die anderen Dinge sind vielleicht einfach unwahrscheinlicher. Und sich dieses Denken anzueignen, das ist etwas sehr Wissenschaftliches, das fällt uns Menschen richtig, richtig schwer. Das fällt mir auch schwer. Und da müssen wir uns dann aber trotzdem eben dazu erziehen und ermuntern. Das ist tatsächlich, wenn Sie so wollen, das Key Learning bereits dieser ersten Vorlesung, weil es auch nicht einfach nur ein didaktisches Prinzip ist, sondern ein Wissenschaftsprinzip, wie wir als StudentInnen und auch als WissenschaftlerInnen eben Forschungsergebnisse einordnen. Und das ist nicht nur, weil es Wissenschaft ist, ist es deswegen richtig, absolut. Gleichwohl sollte es in der Regel sehr ernst genommen werden. Ja, was für Tipps kann ich Ihnen mitgeben, weil wir ja immer auch noch, wie gesagt, in einem etwas ungewöhnlichen Semester uns befinden. Ich schlage Ihnen vor, Routinen einzuüben, dass Sie wirklich auch die reguläre Vorlesungszeit zum Anschauen nutzen. Ich habe aber auch schon gehört, dass es manche dann kurz vor Prüfung binge-watchen, ist natürlich genauso legitim, kann vielleicht auch Vorteile haben. Was aber toll ist, was ein Vorteil von dem digitalen Format ist, dass Sie es nutzen können, um Pausen einzulegen, um zu stoppen, um zurückzuspulen, um sich nochmal etwas anzuhören. Unsere Aufmerksamkeitsspannen sind begrenzt. Das ist vollkommen normal. Und von daher ist es eigentlich sogar eine gute Gelegenheit. Man kennt das in der Vorlesung, man ist abgedriftet und man hat den Anschluss verpasst. Spulen Sie einfach zurück und schauen Sie sich dann nochmal an. Ein, wie ich finde, toller Vorteil des digitalen Formates. Sie können auch gerne Co-Viewing machen, analog mit Ihren KommilitonInnen oder Freunden, MitbewohnerInnen, machen Sie das gerne. Oder aber auch natürlich digital geht auch, wenn Sie vielleicht etwas wie das Semester in der Heimat noch verbringen. Das geht genauso über die digitalen Tools, dass man sich das gemeinsam anschaut. Wenn Sie das als Happening machen, dann trägt einen das bisweilen durch das Semester. Ja, und Interaktionen kann ich Sie wirklich nur ganz herzlich zu einladen. Stellen Sie Fragen über Moodle. Es gibt so gut wie keine dummen Fragen. Ich sehe das immer sehr gerne. Aber vor allen Dingen sprechen Sie mit Ihren KommilitonInnen. Und ja, gehen Sie da, lassen Sie das Wissen lebendig werden und sich darüber austauschen. Allgemein, wenn es das nicht sogar schon gibt, starten Sie eine Signal, Telegram, WhatsApp-Gruppe, in der Sie sich dann auch selbst austauschen können, ohne dass es der Dozent sieht. Das ist ja auch nicht ganz verkehrt und auch bisweilen ja sinnvoll. So, das sind meine Tipps dazu, wie ich denke, wie wir das Semester begehen können. Aber ich bin da sehr zuversichtlich, dass das auch dieses Jahr ein gutes Semester wird. So, was behandeln wir dieses Semester? Ich werde mit Ihnen im Folgenden einmal die zentralen Inhalte kurz durchgehen oder benennen, dass Sie eine Vorstellung haben. Wir befinden uns in der ersten Sitzung, da geht es um die einführenden Inhalte, dass Sie wissen, um was es dann eben im Semester alles so geht. Nächste Woche machen wir weiter mit einem historischen und einem theoretischen Überblick. Da werden Sie alle genannten Theorien schon einmal kurz hören. Auch das zum Thema Wiederholung als didaktisches Prinzip, aber auch um einfach das Big Picture zu bekommen, um zu sehen, wie sich in der Kommunikationswissenschaft auch die Vorstellungen im Laufe der Jahrzehnte auch entwickelt haben. Anschließend machen wir weiter mit theoretischen und methodischen Grundlagen und das ist eine, wie ich finde, sehr spannende Sitzung, denn da schauen wir etwas über den Tellerrand hinaus. Das hat nicht in der ersten Linie was mit Rezeptions- und Wirkungsforschung zu tun, ist aber häufig Grundlage dessen, was wir behandeln oder hilft uns einfach für ein tiefergehendes Verständnis. Einige Inhalte davon sind aus der Psychologie entlehnt, aber für unseren Anwendungskontext höchst relevant. Dann beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Menschen eigentlich Medien auswählen, warum sie jetzt
beispielsweise zum Handy greifen und sich nicht vor den Fernseher setzen und wie sich das Ganze anfühlt während der Rezeption, also dem Vorgang des Konsumierens der Medien. Da wir dann ja schon einige Inhalte behandelt haben, gibt es anschließend eine interaktive Live-Sitzung, in der wir uns über die behandelten Themen austauschen können, Sie Rückfragen stellen können, wir diskutieren können. Dann geht es weiter mit Medienwirkungen. Das ist vielleicht der größte Schwerpunkt. Dafür gibt es auch zwei Sitzungen, nämlich was machen denn dann Medien mit uns, wenn wir sie rezipiert haben, vor allen Dingen langfristig in Bezug auf Einstellungen und so weiter. Dann folgen noch zwei Meta-Topics, nämlich gesellschaftliche Kommunikation und interpersonale Kommunikation, gefolgt von der letzten interaktiven Sitzung, in der auch eine Zusammenfassung folgt und ebenso die Evaluierung der Veranstaltung. Das sind die Inhalte, die wir im Laufe des Semesters behandeln werden. Welche Literatur benötigen wir hierfür? Hintergrund ist der Bonfadelli und Friemel, welcher ein Grundlagenwerk der Kommunikationswissenschaft ist und eben alle Theorien oder nahezu alle Theorien, die wir hier besprechen, aufgreift und vertieft und die Hintergründe dafür gibt. Es handelt sich also um eine Lektüre zur Vertiefung der Inhalte über das, was wir vielleicht in der Vorlesung nicht gesprochen haben, oder aber um Dinge nochmal anders zu lesen und insgesamt ein besseres Verständnis zu erhalten. Allerdings sind lediglich die Themen, welche auch in der Vorlesung besprochen werden, prüfungsrelevant. Also im Bonfadelli stehen nur einige Dinge, die nicht in der Vorlesung behandelt werden und die sind nicht prüfungsrelevant, und ebenso Dinge, auf die wir in der Vorlesung nicht eingegangen sind bei manchen Theorien, werde ich Sie auch nicht fragen, sondern es ist wirklich einfach nur das, was wir behandeln, besser zu verstehen und noch tiefer abzulegen. Da finden Sie die Zitation, um das Werk auch finden zu können. In der Klausur werden wir entweder diese digital oder offline durchführen, analog mit Paper Pencil. Wie genau, hängt dann sicherlich auch vom pandemischen Geschehen ab. Stand jetzt ist es so, dass sie offline geplant ist für den letzten Sitzungstermin. Davon gehe ich Stand jetzt aus, aber letztes Jahr haben wir es digital durchgeführt und es hat auch sehr gut geklappt. Von daher ist es auch auf jeden Fall eine Möglichkeit. In jedem Fall wird es eine Multiple-Choice-Klausur sein, egal ob digital oder analog, in dem eine Antwortoption von vieren richtig ist. Es ist immer eine richtig, es sind nie zwei, nie null, und die müssen Sie auswählen. Sie können in jedem Fall auch zwischen den Fragen springen, sei es digital oder analog, und dann die Fragen zuerst beantworten, die Sie am ersten beantworten wollen. Es wird eine Stunde sein. Und es wird sich nahezu ausschließlich um Transferfragen handeln. Das ist ein erhöhter Schwierigkeitsgrad. Es geht also nicht darum, was sind die drei Bestandteile der Self-Determination Theory und dass Sie diese benennen können. Nein, Sie müssen vielmehr erkennen, wann und wie Sie diese Theorie einsetzen können, indem ich Ihnen ein Beispiel skizziere und Sie dann sagen, die Theorie eignet sich hierfür. Das ist also etwas schwerer und ist halt vor allen Dingen deswegen so, weil es eben um das Verständnis geht und nicht die reine Wiedergabe von Faktenwissen. Ein Beispiel. Sie lesen im Standard, dass Neuseeland im Sommer 2021 aufgrund einer einzigen Corona-Ansteckung direkt den nationalen Lockdown ausgerufen hatte. Sie sprechen anschließend mit Ihren Freunden darüber, wie Sie diese Entscheidung finden und ob das für Österreich auch eine Option sein könnte. Frage: Welche der folgenden Theorien beschreibt den Effekt der Medien am besten? Theory of Planned Behavior, Agenda Setting Theorie, Third Person Effect oder die Schweigespirale? So, wenn Sie alle diese vier Theorien gut kennen, dann werden Sie schnell merken, naja, das kann eigentlich nur die Agenda Setting Theorie sein, welche besagt, dass Medien gar nicht so sehr die Einstellungen beeinflussen, sondern viel mehr über das beeinflussen, über das überhaupt gesprochen wird. Eben hier das Verhalten Neuseelands. Ohne Medien hätten sie davon nicht erfahren. Ob sie das nun gut finden oder nicht, ist die Frage, ob die Medien das wirklich beeinflussen können. Das ist ein Beispiel.
Grundlage sind primär die Vorlesungsfolien, also die sollten Sie beherrschen, die Inhalte, die wir dort aufgreifen. Um diese aber wirklich auch verstehen zu können, benötigen Sie de facto die Videos, ohne geht es nicht, und auch Ihre Mitschriften, damit Sie eben auch die Zusammenhänge und die Dinge, die ich darüber hinaus sage, verstehen können. Sie benötigen ein gutes Verständnis der Themen. Und das können Sie erreichen, indem Sie Sekundärliteratur nutzen, also verlinkte Quellen nachlesen, sich nach Videos Ausschau halten, beispielsweise über YouTube, mal nach einem Podcast schauen, in der Zeitung lesen und so weiter. Ich empfehle Ihnen, parallel zur Vorlesung in Bonfadelli zu lesen, um es zu vertiefen, um eine Wiederholung zu haben und sich dabei untereinander auszutauschen. Und man kann einiges kritisch hinterfragen. Der Schwerpunkt wird auf den Key Learnings liegen. Also diese sollten Sie beherrschen, diese sollten Sie wirklich aus dem FF können. Und erwarten Sie, dass diese abgefragt werden. So viel zu den inhaltlichen Punkten, der Dinge, die Sie wissen müssen über diese Veranstaltung. Es ist so, dass wir auch nicht nur Inhalte besprechen, sondern natürlich immer auch über den Tellerrand hinausschauen wollen. Und deswegen möchte ich Ihnen zum Schluss auch noch ein paar motivierende Gedanken mit auf den Weg geben. Als Studentin ist es unerlässlich, dass Sie lesen und dass Sie sich mit den Inhalten auseinandersetzen. Und ich kann Ihnen empfehlen, das auch wirklich rege zu tun, damit Sie eben ein vertieftes Verständnis haben und Dinge nicht nur einmal in der Vorlesung gehört oder auf Folien auswendig gelernt haben. Vor allen Dingen mir geht es so, wenn ich etwas richtig begreifen will, muss ich mich dafür mit anderen austauschen. Ohne geht es nicht. Und das kann ich Ihnen tatsächlich auch sehr ans Herzen legen, das zu tun. Das ist mit immer besser möglich, die sich mit einfach Ihren KommilitonInnen zu treffen und dann zu schauen, wie sehen andere das? Wie sehen sie das selbst, eine Meinung zu entwickeln und eben auch über die Theorien auch sprechen zu können? Das Agenda-Setting eben etwas ist, was sie nicht aus dem Gedächtnis hervorkramen müssen, sondern das einfach präsent ist. Ja, seien Sie also Student, Studentin, nehmen Sie das an. Sie werden sicherlich einiges davon in der Zukunft nutzen können. Gleichwohl ist es so, dass es aber auch natürlich einfach einer Allgemeinbildung dient und einem Selbstverständnis, wie man an gesellschaftliche Fragestellungen herangeht, was wir leisten können und was nicht. Und allein das ist ein Wissen, was auch leider einigen fehlt. Von daher lade ich Sie dazu ganz herzlich ein. So viel von meiner Seite und für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und ich freue mich schon auf das kommende Semester, das wir gemeinsam erleben werden. Auf Wiedersehen und noch einen schönen Tag.